Sugar Charlie 3, ich wiederhole. Delta 1 ist offen. Schicken Sie Räumfahrzeuge. Ich warte hier und sammle meine Leute. Over. Was? Ich liege aus dem Vision, Isabel! Was? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort! Was hat er gesagt? Da hab ich Hände gewaschen, meine vor dem Essen. Für das Schabbat-Radar, nicht? Bist du lebensmüde, kleiner Schreibtischwichser? Touch mich ja nie wieder mit deinen Rattenpfötchen an. Verzieh dich in die Reihe, verdammt. Ich wollte nur wissen, wo du herkommst. Capasso, oder? Verpiss dich, Corporal. Alles klar. Ach, und noch was. Jedes Mal, wenn du vor dem Captain salutierst, machst du ihn zur Zielscheibe für die Deutschen. Also tu uns einen Gefallen und lass das. Ganz besonders, wenn ich neben ihm stehe. Kapisch? Kapisch, worum geht's eigentlich in deinem Buch? Hey, Vorsicht mit dem Gewehr. Naja, ich schreibe über Kameradschaft im Krieg, die freundschaftliche Bindung unter Soldaten. Kameradschaft? Was weißt du denn von Kameradschaft, hä? Hör dir den an, Fisch. Frag doch mal den Captain, wo er herkommt. Ja, der Captain. Er erzählt dir alles, was du wissen willst. Ja, ihre Pflicht ist, statt zu fragen, sterben zu ertragen. Lal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 a. Und wir sollen hier alle sterben, Corporal, ja? Oder was soll der Scheiß heißen? Upham erinnert uns an unsere Pflicht als Soldaten. Ja, Sir. Wir alle haben Befehle und müssen sie befolgen. Damit sind sämtliche Fragen erledigt, auch die nach euren Müttern. Ja, Sir. Danke, Sir.